Ich bin Schüler der SOB in Binkerfeld. Wir haben zwei Zweigstellen in der Schule, in Frauenkirchen und in Güssing. Im Moment bin ich bei Promente Burgenland hier im Haus Kofidisch. Meine ersten Erfahrungen in psychosozialen Einrichtungen habe ich im Zuge eines Vorpraktikums, eines viermonatigen Vorpraktikums in Kofidisch im Haus Promente machen dürfen. Die zweijährige Ausbildung, die ich jetzt in der SOB mache, beinhaltet auch 8 verschiedene Praktika, wo man von der Pflegeassistenzpraktikum bis hin in Behinderteneinrichtungen arbeiten darf und seine Erfahrungen sammeln darf und verstärken darf. Im Anschluss meiner zweijährigen Ausbildung in Güssing möchte ich gerne noch in die Zentrale der Schule gehen, nach Binkerfeld, und dort mit dem Diplom für Behindertenarbeit abschließen. In meinem Vorpraktikum durfte ich hier im Haus in allen Stationen mitarbeiten. Im Moment in meinem Praktikum jetzt bin ich im betreuten Wohnen und darf dort die Bewohner und die Betreuer in der Tagesstruktur begleiten und unterstützen. Nach der Dienstübergabe startet das Team mit den Bewohnern, Klienten und Tagesklienten in den Tagesablauf. Kommunikation und ständiger Informationsaustausch haben dabei einen sehr hohen Stellenwert. Unter anderem kaufen wir miteinander ein und kochen dann gemeinsam was Frisches, Gesundes. Auch das Begleiten zu verschiedenen Terminen und die Teilhabe an der Freizeitgestaltung gehört zu meinen täglichen Aufgaben da. Ganz interessant ist auch in der Früh, wenn wir sie dann besprechen, was werden wir zu Mittag kochen, was kaufen wir ein. Da kommen oft ganz witzige und lustige Geschichten raus. Ja, und dann starten wir einfach. Kreativität kann man überall einsetzen und jetzt sind wir da herüben im Tageszentrum, wo mit sehr viel Eifer und Freude neue Werke entstehen.